Der September startet auch wieder direkt mit ein paar interessanten Sims 4 News. Gestern gab es wieder einen neuen Leak zu den Sims. Ein Platzhalter für das 18. Accessoire-Pack ist bei Origin aufgetaucht. Auch auf Twitter wurde viel über den kleinen Leak gesprochen, der gestern bei Origin passiert ist. Hier konnte man nämlich für ein paar Stunden ein neues Accessoire-Pack mit dem verrückten Titel SP18PH-Display-Name finden, welcher offensichtlich ein Fehler war. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Entwickler derzeit dabei sind, die Origin-Seite für das Pack anzulegen und schon mal erste Infos in diese hineinpacken, welche aber versehentlich schon online geschaltet wurde. Eine ganz so schnelle Ankündigung, wie viele in der Community schon prognostiziert haben, erwarte ich wirklich nicht. Möglich wäre aber, dass wir vielleicht noch dieses Jahr als nächstes Pack ein Accessoire-Pack bekommen werden. Vermutlich wird die Erstellung von Grafiken wie Rendern, Titeln und Logos sowie das Anlegen der passenden Origin-Seite wohl einer der letzten Schritte bei der Entwicklung eines Packs sein. Es kann also gut sein, dass das 18. Accessoire-Pack bald schon fertiggestellt wird. Und für alle, die in den kryptischen Titel des Packs versuchen, etwas hineinzuinterpretieren, das PH im Titel ist einfach nur eine Abkürzung für das englische Wort für Platzhalter. Falls es zu diesem Pack neue Infos geben sollte, halte ich euch natürlich ebenfalls auf dem Laufenden. Was denkt ihr über diesen kleinen Origin Leak und was für ein Thema sollte in diesem Accessoire-Pack behandelt werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.